Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Hotelmagnat. Ja, da haben wir recht viel rumgewerkelt. Also wir haben ja das Casino eingerichtet und auch das Restaurant und Küche umgebaut, sodass das hier verschwindet und dass ich eben hier auch die Rezeption ein bisschen besser machen kann. Ich habe mir dann so im Nachhinein überlegt, eigentlich könnte ich doch dieses Fitnessstudio auch hier noch direkt dran bauen. Dann wäre das alles schön in einer Gasse. Hier hinten könnte man dann später den Pool machen, wenn der freigeschalten ist. Und eventuell auch das Yoga-Dingsbums, wenn das mal frei ist. Und ja, hier in dem Bereich natürlich dann die Rezeption, dass wir hier so eine richtig schöne Anlage haben. Ja. Ich bin mir jetzt halt auch nicht sicher, was mit den Treppen, weil hier steht ja in Entwicklung. Das heißt ja im Grunde nichts anderes, als dass das noch in der Spielentwicklung ist und dass das noch kommen wird. Was machst du jetzt da? Naja. Also es wird wahrscheinlich noch kommen. Von daher werde ich ja sowieso jetzt halt nur noch den Part oder vielleicht noch mal einen machen. Und danach wird dann das Spiel erst einmal auf Eis gelegt, weil ne, die Updates ganz einfach noch reinpurzeln müssen. Wenn Interesse besteht, dann werde ich auf jeden Fall hier nochmal ein Let's Play auflegen. Also, weil das ist jetzt halt im Grunde nur so ein angezockt, dass wir das Ganze mal gesehen haben. So, jetzt würde ich sagen, ich möchte nochmal diese Fenster hier bitte kopieren, weil ich möchte die nämlich hier auch haben. Nochmal kopieren. Zweimal, das müsste eigentlich passen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich in den Zimmern ja überhaupt keine Fenster habe. Da würde ich gerne die Schiebefenster reinmachen. Warte mal, ich... Ja doch, das Fensterbrett ist nach innen. So, halte Alt, halte Shift, halte Ding. So. Dann hätten wir nämlich da noch unsere Fenster drin. Das reicht ja auch. Ich meine, beim Bad in einem Hotel ist es eh meistens so, dass die inliegend sind und dass da gar kein Fenster ist. Generell, die Zimmer haben meistens ein Fenster, womit du dann rausgucken kannst. Und das war's dann schon. Die Bäder sind eigentlich meistens innen gelegen. So, von daher machen wir das dann auch so, dass wir quasi die Badezimmer haben dann jetzt keine Fenster. Ist aber auch nicht so schlimm, finde ich. Wir haben auf jeden Fall Eingangstür, wir haben ein Fenster da. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch, wie wir die Zimmer noch einrichten können. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Couchtisch, eine Couch. Oh, warte mal. Ich mache das jetzt halt mal hier zu einem Zimmer. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mal eine Garderobe. Von daher würde ich jetzt halt mal sagen, wir gehen auf eine 4-Sterne-Garderobe, die wir beim Bett hin machen. Ja, da geht's nicht wirklich, ne? Aber ist okay. Da geht's auf jeden Fall. Und ja, dann machen wir es da auch so. Und hier haben wir ja auch die größeren Räume, also von daher können wir auch das machen wir dahin. Machen wir da an die Tür und hier machen wir es dahin. Ups, falsche Taste. Zack, das sollte eigentlich dann funktionieren. So, dann brauchen wir noch einen Schreibtisch. Und ich denke, dass der für 1920 auch ausreichend ist. Einmal. Den machen wir jetzt hier ans Kopfende. Im Grunde ist es ja auch total egal, wo die Dinger stehen.
Warte mal, das könnten wir beim Fenster hinmachen. Und da nochmal. Zack. So, passt. Dann schauen wir nochmal dahin. Wir brauchen einen Fernseher. Dann nehmen wir natürlich auch einen 4-Sterne-Fernseher. Wo der steht, eigentlich auch total egal, aber wir können den im Grunde auch so hinstellen, dass der zum Bett hinguckt. Das müsste gehen, ne? Ist auch wieder seltsam eingerichtet irgendwie. Machen wir den. Dann könnte ich da nämlich vielleicht noch mal einen Sessel oder was hinstellen. Mal gucken, ob das funktioniert. So, schauen wir mal. Ich weiß, die sind jetzt ja nicht ideal eingerichtet, aber okay. So, ja, privates Badezimmer, das haben wir ja dann da. Einmal eine tolle Wanne. Und eine tolle Dusche. Gott. dann braucht man natürlich noch ein Waschbecken. Das stellen wir dann dahin. Und wir brauchen natürlich auch noch eine Toilette. Die kommen dann dahin. So. Warte, ich muss noch ein bisschen drehen. Okay, das war's. Das hier kopieren wir. Das kommt dann dahin. So. Und dann nochmal. Genau, Wanne. Schauen wir mal, ob ich die Dusche nochmal verschieben muss. Zack. Na komm. So, dann braucht man natürlich noch mal die Dusche. Ist ja eigentlich immer nice, wenn man beides drin hat, ne? Muss nicht sein, aber... Ist halt nur die Frage, ob die das verwenden können oder ob es da einen Fehler gibt jetzt dann.
Gut. Damit haben wir jetzt ein Zimmer mit Privatbad. So, aber um das hochzustufen, brauchen wir auf jeden Fall einen Mini-Kühlschrank. Der Mini-Kühlschrank kommt neben den Schreibtisch. So, und hier noch. Ja, okay, dann mache ich ihn dann eben hier hin. Zack. Und wir brauchen Lampen. Schauen wir mal, da ist es anscheinend egal, oder? Doch, da, die da. Da es ja anscheinend total egal ist, wo das Zeug steht. Und? Es speichert gerade. So richtig hundertprozentig habe ich die immer nicht geklont. So. Und wir brauchen noch einen Teppich. Okay, und da ist es anscheinend egal. Von daher würde ich sagen, nehmen wir überall den gleichen. Was? Geht nicht, weil der da sitzt, ne? So. So. Gut, jetzt. Gut. Damit haben wir jetzt hier ein Vier-Sterne-Zimmer mit Bad. Wir haben hier ein Vier-Sterne-Zimmer mit Bad. Jawohl. Yes. Und damit haben wir die Zimmer schon mal so weit eingerichtet. Ich würde sagen, wir machen noch Sesselchen. Sofern es geht. Da geht nichts, da geht nichts. Habe ich in den kleinen Dingern mehr Platz als... So, da sind jetzt keine drin, aber ich denke mal, das sollte nicht so problematisch sein. Die Leute sollen sich das hinschieben, wie sie es brauchen. So, wie schaut es da aus? 20 verbleiben, ja klar, wir haben ja
gerade erstmal die Zimmer eingerichtet, aber es sind auf jeden Fall 4-Sterne-Zimmer. Wir schauen uns einmal ganz kurz die Verwaltung an, und zwar wegen Kampagnen. Das hat nur noch 7%. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir mal schnell laufen. Rezeption wird natürlich auch noch ganz anders. Und ich denke, das ist wirklich ganz gut, wenn ich da vorne noch so Fitnessraum hinmache. Oder vielleicht nur hier in der Ecke und da nochmal in der Ecke, dann später den Spa. Ja, das machen wir so. Bauen. Wir ziehen Wände. So, bis daher. Und bis daher. Dann kopiere ich einmal diese Tür. Die kommt hier auch wieder schön in die Mitte. Zack, da kann dann das andere Laufband noch hin. Ach. Ja, das ist wohl ein Bug, ne? Einmal. Nochmal, die machen wir dahin. Zweimal. Zack. So, dann würde ich hier tatsächlich nochmal Spiegel mit hinmachen. Und zwar einmal hier und einmal da. Ja, dann können sich die Mucki-Brüder hier mal angucken. Es wird wahrscheinlich wieder gespeichert, deswegen hängt's. Ich denke, je mehr hier drin ist in dem Spiel, desto länger braucht's tatsächlich mit dem Speichern. Ihr seht es ja selber, ne, wie das hängt gerade. Kann nichts machen. Oder es ist ausgestiegen. Das kann natürlich auch sein. Das wäre aber dann blöd. Ich hoffe es nicht. Oh, doch, der Kringel ist da. Bleibt jetzt einfach mal abzuwarten. Also es ist tatsächlich abgestürzt, das Spiel. Deswegen lade ich es jetzt auch nochmal. Ich hoffe mal, dass nicht allzu viel jetzt halt weg ist. Ich denke mal, dass der komplette Trainingsraum nicht da ist. Aber hoffentlich zumindest die Zimmer. Mal schauen. Aber es sind halt einfach die Early Access Spiele. Da kann es halt einfach dazu führen, dass es mal abstürzt. Naja. Von daher gucken wir doch mal, wo wir jetzt halt stehen geblieben sind. Und mein Pfeil sehe ich, aber okay, also die Zimmer sind bis auf die Lampen noch. Ja, und die Teppiche, ne? Genau, also Lampen und Teppiche müssen wir nochmal platzieren. Komme ich leider jetzt nicht drum rum. Machen wir halt einfach nochmal, ist egal. Oh, halt. So. Zack. Und da noch eine. Zack. Und dann noch. Ja, haben wir doch hier. Achso, das haben wir noch nicht angegeben, ne? Warte mal. Ich gehe nochmal hier in den Bereich. Da brauchen wir nämlich dann noch den Teppich. So, da hockt wieder der.
Die Leute gehen halt hier einfach aufs Klo. Achso, das ist pausiert. Moment. Jawohl, gut. Dann einmal noch dahin. Passt. So, dann haben wir hier nämlich Zimmer und Dings. Dann haben wir hier nochmal Zimmer. Bad. Bad. Zimmer. Zimmer. Bad. Zimmer. Bad. Das ist Zimmer und das ist Bad. Gut. Dann sollte es jetzt passen. So, jetzt muss ich zwar den Fitnessraum nochmal machen, aber okay. Ist halt einfach so. So, ich kann ja auch schnell selber nochmal speichern. So einen ganz kurzen Ding hier. Da machen wir dann LP09. Ist klar, ihr seht ja, wann ich die Aufnahmen mache. Jetzt der 12. Schauen wir mal, ob das jetzt halt hinhaut. Jawohl, passt. Gut, dann können die weiterwuseln und wir kümmern uns noch einmal um den Bau von dieser Wand. Bis dahin, habe ich gesagt. Und bis dahin. So, Edge, bist gefangen. Zack. Ich denke mal, dass ich das nochmal so hinkriege, wie ich es hatte gerade. So viel war es ja nicht. Die Handelbank hatte ich da. Dann hatte ich die Dinger hier. Ich denke auch mal, dass es einfach daran lag, weil ja der Fitnessraum nicht mehr der Fitnessraum war. So, einrichten. Ich möchte gerne wieder die zwei Spiegel haben. Einmal hier, einmal da. Das Ding wird bewegt. Und zwar einmal an die Wand. Das Ding wird bewegt einmal an die Wand. Und da könnten wir das dahin machen. Das kommt dahin. Wer will nicht das Gemüse im Gesicht hängen haben, ne? Wenn er irgendwo trainiert. Zack. Dann haben wir das noch. Einfach an die Wand hier. Dann haben wir dann nochmal einen Spiegel. Den können wir dann da dazwischen machen. Und wir haben noch zwei Lampen. Da machen wir eine hier neben die Tür. Oder auch nicht. Ach so, das geht wegen der Ding nicht, ne? Okay, dann machen wir die hier genau vors Gesicht. Zack. Die Lampe wollte ich. Hallo? Die Lampe? Moment. Die Lampe? So, das hier ist Fitnessraum. Das hier ist Nixraum. Bauen, Wand, weg damit. Hier Anlagenrezeption. So.
wir machen einmal Streichquartett, tun das hier komplett umswitchen und wir nehmen den Boden hier rein. So, sorry. Damit hätten wir einen neuen Fitness-Raum. Finde ich doch cool. Warte mal, die Pflanze, die stelle ich da in die Ecke. Die glitscht zwar ein bisschen raus, aber ich denke, das ist egal. So, weil ich nämlich da vielleicht noch musiktechnisch hier so eine Jukebox hinstellen möchte. Bisschen Musik kann nichts schaden, ne? So. Dann bauen. Farben. Einmal kopieren. Einmal alles dingsen hier. So. Wand. Nein, nicht Wand. Das Ding hier. Bitte einmal umhängen auch. Das soll dann jetzt halt einfach dahin. So, okay. Hängt da noch was? Nö. So, dann. Jetzt aber bauen. Wand. Das soll ja der Weg vor, ne? Da hängen noch Pflanzen. Ne, warte mal. Das geht gar nicht. Wir machen Boden. Wir kopieren den hier. Ja, das kommt schon noch weg. Da kommt dann der Spa hin. Und dann machen wir nämlich schon die Rezeption hier. Muss ich nochmal gucken. Die Dinger da würde ich gerne duplizieren. Und zwar einfach hier vorne noch mit dran. Ich finde die nämlich recht nice eigentlich. Muss ich sagen. Und da hinten fehlt ja auch noch die eine. Genau, den wollte ich nämlich da noch hinsetzen. Jo. So. Wir tun mal ein paar Pflänzchen verschieben. Wir können hier nochmal eine mitten reinstellen. Das bringt immer was für die Atmosphäre, ne? Zack. Der Nachbar, sein Hund, flippt schon wieder aus. Stelle ich jetzt einfach nur mal dahinter, dass sie weg sind. Was? Minus 1000? Der hat gewonnen. 1% Chance? Alter. Minus 1400. Hauptgewinn. Machen wir runter auf 750. Mindesteinsatz 25, 75. 75. So, hier auch nochmal. Genau, und 750. Gut. Passt.
So, ich denke, das ist doch jetzt halt schon mal viel besser, oder? Schauen wir mal hier ganz kurz drauf auf die Ziele. 20 verbleibend natürlich. Das verschieben wir. Das kommt dann hier mit rein. Das ist gut für das Feng und für das Shui. Zack. So. Dann weg damit. Ich ziehe jetzt einfach hier mal eine Wand und reiße das Ding weg. Und das da. So, bodentechnisch machen wir das hier. So, jetzt ist die Frage, dann machen wir die da weg. Und machen da nochmal. Und dann kommt hier nämlich der Spa-Bereich dann später hin. Den kann ich jetzt halt im Grunde schon vorbereiten. Zack. So, wir lassen die Rezeption da, aber ziehen das Ganze noch ein wenig da nach vorne. Den müssen wir dann eben umsetzen, geht nicht anders. So. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf Bauen. Wir gehen nochmal auf den Boden. Ich würde sagen, also ich vergrößere im Grunde die Rezeption. Ja, um ein Feld hier hin und um ein Feld runterwärts, ne? Genau. So. Wand bauen. Dann bis hier rüber. Und hier hoch. Und darüber. So. Dann wird die hier dupliziert. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Eingangsbereich, der hier liegt. So. Die Frage, ne? Machen wir hier? Ich weiß, dass das jetzt gerade Kacke ist. Ich glaube, so ist es ganz okay. So, Bagger. Ist ja schon mal Anfang, ne? So, wir brauchen eine neue Rezeption. Allerdings muss ich da auch schauen. Oh Gott, jetzt sind schon wieder so weit.
Allerdings muss ich da auch schauen, dass ich dann meine Angestellte auch an die Rezeption bringe, weil ich würde nämlich hier eine neue hinbauen und sie dann im Grunde hier einsetzen und die da verkaufen. Ja, aber das machen wir dann wirklich beim nächsten Part. 15 verbleibend, also das läuft langsam. Ich glaube, das ist doch ganz gut aufgebaut, oder? Ihr könnt mir gerne das in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt, wie ich das jetzt hier so gebaut habe und wie ich das umbaue. Also wie gesagt, hier wird dann das Spa reinkommen, wenn wir den frei haben. Treppen gibt es natürlich noch keine. Also von daher wird das Ganze noch ein bisschen flach bleiben. Aber es stört ja auch nicht. Also, gut. An der Stelle ist Schluss. So, lasst ein Like da, lasst Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.